So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf diesem Kanal. Wir sind quasi auf dem Weg, mehr oder weniger, zu einem Baumwipfelpfad. Wie heißt der? Treetop? Treetop. Treetop. Also, es geht gleich mit der Gondel da hoch. Wer Lust hat, kann uns begleiten. Wie lasst ein Abo da, macht einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in der Gondel. Also, let's go! Gut. So, geht es rein hier. Uah. Ist das ein Skigebiet, wo ihr hinauffahrt? Ja, so in der Art würde ich sagen. So in der Art. Das würde ich sagen, ist ein Skigebiet. Okay, du darfst dich nicht hinstellen, du darfst hier nicht tanzen, du darfst nicht gegen wippen. Die, ja. Nicht gegen die Scheiben. Okay, also darf alles erklärt. Alles erklärt. Sehr gut. Aber die Bäume bewegen sich gar nicht so doll. Ich frage mich, was hier so Wind macht. Schau. Dann bewegen sich die Bäume nicht. Das hört sich irgendwie dramatischer an. Boah, Alter. Junge. So. Wir sind da. So. Da ist der Treetop, wo wir gleich hochgehen. Und auf dem Partner-Treetop waren wir schon, ne? Ja. Auf dem Partner-Treetop im Bayerischen Wald waren wir mit euch schon, Chat. Da geht der Walk lang. Aber wie kommen wir da hin? Hier. Entry to Treetop Walk. Hier 50 Meter runter, hier anscheinend. Und hier sind so eine Figürchen. Das sollen vielleicht die Einheimischen symbolisieren. Stora Strati of Gorals. Die Frau ist 22 entstanden und der Mann, der Mann ist 22 und die Frau 23. Das sind Einwohner hier von dieser, von der Tatra. Ja, gut. Dann gehen wir mal rein da. Tschuk. So. So, jetzt sind wir drinnen hier im Treetop Walk. Und am Ende des Treetop Walks kommt, glaube ich, der Turm. Ja. Kann man runterrutschen. Das ist Eichhörnchen. Das zeigt uns den Weg. Da geht's lang. Hier. Neuschönau im Bayerischen Wald. Dann haben wir hier Lipno in der Tschechei. Dann haben wir Ostseebad Binz. Prora gibt's auch ein. Bad Wildbad, Deutschland, Schwarzwald. Der sieht aber auch spannend aus. Mettlach, Saarschleife. Sieht aber wirklich auch schön aus, muss man sagen. Und dann haben wir noch mal einen in der Tschechei. Ach guck, das ist von der Akademie, wo wir das Interview of the Free geführt haben. Das ist von der Erlebnisakademie, wo wir das Interview of the Free geführt haben. Das ist einer von dieser Akademie, falls ihr euch daran noch erinnert. Das ist der, den wir jetzt hier gehen. Gmund im Salzkammergut, der ist aber auch schön. Den müssen wir auch unbedingt noch mal machen, weil da hat man eine schöne Aussicht. Das ist SI. Dann haben wir hier Frankreich. Ostsee Bad Heringsdorf. Dann haben wir IE, Radrum. Und hier Mont Blanc. Frankreich. Nee. Schweiz. Baumwipfelpfad ist schon was Cooles. Was kann man da machen? Holz. Das ist eine Birke. Das ist eine Birke hier. Silberbirke. Eine Eule.
Eule. Was heißt Eule auf? Das ist Eule auf Englisch. Auf Englisch? S-O. Oi. Oval. Nee, das erste nach dem Baum ist es. Warte. Das erste, das hier. Nein. Da, das. Nee, Ov. So. Such den Baum, ja. Das erste nach dem Baum ist es. Ja, da, das. Ovla. 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 Okay, Ovla. Oh, was gibt's da? Da kannst du. Da sind so Gitter, glaube ich, ne? Oder so drüber balancieren. Ui. Sieht aber wild aus, ja. Da, schau. Bewegt sich das? Ne. Nee. Gut. Boah. Boah. Alter. Nicht sein Ernst da unten. Nicht sein Ernst. Meister, du kannst mich doch nicht so erschrecken. Alter. Boah. Boom, Zelle, Schock, Herzinfarkt. Sage mal. Oh. Sehr gut. Jetzt dachte ich, das Ding kracht ein. Eieieiei. Dankeschön, Sarah. Tannenbaum. Was ist das? Tannenbaum. It's a Christmas tree prototype. It's a very sensitive to polluted air. It likes the rain, mist and cold. Its wood is used in water construction as a building material and it can also be used for making roof tiles, barriers and etc. Aha. 15 meter above the ground. Ah, 15 Meter sind wir jetzt hoch, Chad. Das sind 15 Meter. So, was steht da dran? Das ist ein Auerhahn. Sign of a healthy forest. Okay. A sign of a healthy, einen gesunden Wald. Bären. Signal für einen gesunden Wald. Bären. Und ein Auerhahn. Hey, ist witzig, wenn da ein Bär langläuft unten. Wenn ich glaube nicht. Warum ist jetzt eigentlich schon wieder Nebel? Das ist gefühlt immer so, wenn wir sowas machen. Letztes Mal war auch Nebel, ja, stimmt. Aber man hört die, neben den Geräuschen hört man auch, neben den Rasenmäher hört man auch ein bisschen die Vögel. So, was haben wir hier? European, europäische. Was soll das sein? It's the most common coniferous tree in Slovakia. It's the tallest tree native to Europe. It does not like like wind. So, was ist das für ein Baum? Its wood is used in paper industry, civil energy, furniture making and musical instrument making, especially in violins, double basses, pianos and violas. Wenn der Ding halt weg wäre, wird es noch schöner aussehen. Ja. Der Kran. Ich liebe ja so Baumpfade. Ja, ist echt cool, ne? Man hat doch eigentlich eine gute Sicht immer. Aber ihr könnt da hinten das Tal so ein bisschen erkennen, glaube ich. Aber wir müssen es erstmal wieder aufholzen, ey. Weil viele Bäume sind hier nicht. Ich weiß noch nicht, wo die Baumgrenze hier liegt, aber ich weiß ja nicht, wo die Baumgrenze liegt und auf wie viele Meter wir oben sind, aber. Hier oben ist nicht mehr viel mit Bäumen. Hm. Ist das? Oder die wachsen gerade alle nach, die ganzen Tannen da. Siehst du das? Ja. Aftermath of a violent storm. Also hier war irgendwie anscheinend mal Sturm. Mhm. Ja. Da. Okay. Echt cool gemacht, ja. Definitiv. Schön gemacht. Was wird da gebaut? Eine Skihütte oder so? Ja, eine Skihütte, oder? Bauen die da? Da gehst du schon ein bisschen, bis du oben bist, wa? Und wir haben jetzt ein Drittel. Ja, vielleicht die Hälfte. Aber wir sind gleich oben. Ich glaube, die Rutsche ist heute zu. Hab doch noch keinen gesehen, der da runterrutscht. Da würden mich keine 10 Pferde hochkriegen, ist mir zu hoch. Ach, das ist ja super breit. Super breit. Ah, guck, jetzt seht ihr hier den Pfad ganz cool, wo wir lang gegangen sind. Links nochmal rein, dann ging es so zickzack hier zum Turm. Ui, er ist aber mutig. Ui, der Feider. Lecco mio.
glaube, oben scheiße ich mir in die Hosen, wenn ich das sehe. Höhe ist auch nicht so mein Revier, muss man sagen. So, jetzt sind wir 32 Meter. Wir sind auf 1176 Meter über normal Null. Ey, meint ihr echt, das hält? Chat. Alter, meint ihr echt, das hält? Gott. Bist du da drauf? Hä? Bist du da drauf? Bist du da drauf? Alter, ich kapp mir gerade in die Hosen. Ich muss aus Testzwecken hier stehen bleiben, weil sonst kann ich Christi nicht einfangen. Ja, geh mal weiter nach vorne. Nein. Ja, als ob ich dich halten könnte, wenn du jetzt absaust. Das tue ich nicht. Uiuiui. Ich krieg gerade ein bisschen Spritzpup. Willst du da drauf? Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich da drauf gehe. Soll ich dich halten? Nee, du kannst mich ja nicht halten, wenn das Ding runtersaust. Das fällt nicht. Komm, wir gehen einmal zusammen rüber. Komm. Nee, anfassen nicht. Na, was denn? Wieso nicht? Einmal zusammen rüber. Ja, aber nicht anfassen. Wieso? Falls jemand hängen bleibt oder so? Wieso nicht anfassen? Wozu, was soll das denn bringen? Der eine saust runter, der andere nicht oder was? Und wenn, dann saust man beide runter, ja? Am Stream. Super. Cool. Ich warte erst, bis er hier weg ist. Mal oh, warte. Warte, bitte. Der kleine Benny an die Hand von Mutti. Ihr Schissis, Benny, du darfst das. Wir glauben an dich, du schaffst das. Das ist nur der erste Schritt, ja. Guck mal, die Kinder. Ja, super. Ich bin auch früher auf den Baum geklettert, was ich heute nicht mehr machen würde. Benny, komm her. Ja, ich komm gleich. Entspann dich. Du kannst ja auch außenrum gehen. Nee. Komm, lass es, wenn du Angst hast. Nicht nach unten gucken. Und? Okay. Jet easy. Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen runter. Ist schon spektakulär, so ein Baumwipfelfahrt, muss ich sagen. Wenn sie noch ein bisschen mehr Erklärungen oder noch ein bisschen auf dem Weg quasi noch ein bisschen mehr was hinbauen würden, wäre es noch cooler, sodass du dich noch ein bisschen länger hier aufhalten kannst. Das, weißt du? Ist da, wo erstmal das Schnee aussieht. Wäre bestimmt auch schön. Ja. Uff, noch nie gehört, war damals um die Wände in der hohen und niedrigen Tatra, aber seit über 30 Jahren nicht mehr dahin gekommen. Ich glaube, das ist auch relativ neu hier. Ich glaube, das Ding gibt es noch nicht so lange seit. Da war ja ein Schild vorhin, ne? Ja. Ich weiß nicht, also der ist, lass den 10 Jahre alt sein, wenn überhaupt. Also zumindest sieht das alles sehr neu und ja, sehr gepflegt ja, aus, muss genau. Man sagen. Ja? Aber wie gesagt, niedrige Tatra war mal auch schon. Ja, das ist jetzt hier die hohe Tatra. Aber ja, das war schon 1922 bis 1940 gab es hier, ach nee, wurden Baumstämme transportiert hier. Und die ersten Gondeln ist da, die hier, würde ich sagen, ne? Das sind die ersten Gondeln, die hier sind. Ja, Gondel. Was ist hier? Klinske Zentrum. Hier ist die Sommerrodelbahn. Hier sind wir gerade. Das ist das Forest Kingdom. Das ist anscheinend schon ein Spielplatz, ne? Ja, das ist ein Spielplatz. Die Chrissy mit dem Bagger. Hoch und runter. Vorne. Und auf und zu. Die da ist noch nicht. Die hat kein Ding mehr. Schweinerei. Die hört sich aber gut hier an.